Ja, hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tour de France 2015 im Beer Pro Modus oder im Beer Cyclist Modus. Wir sind gerade in einer Trainingswoche. Als nächstes wartet für uns rund um Köln ein deutsches Rennen, wo wir vielleicht eine ganz klitzekleine Chance irgendwo haben. Als Ausreißer oder so. Wir warten mal ab. Es sind 10 Tage. Stand da nicht eben noch ein W. Das heißt für mich eine Woche. Egal. Wir warten ab. Die Fitness geht gerade natürlich wieder ein bisschen runter durch die Wettbewerbspause. Aber so ist das eben. Ey, wir haben 7 Siege. Wir müssen uns vor gar nichts verstecken. Sind Stufe 11 schon. Das ist top. Und wir sind schon im Juni. Das muss man sich mal überlegen. Wir fahren bald in der Zukunft. Naja, egal. Rund um Köln, ey, da ein Sieg, das wäre fantastisch, aber ist eher unwahrscheinlich. Wir trainieren ja gerade auf Puncheur. Ganz einfach aus dem Grund, weil sich da ein paar Werte steigern, die auch wichtig sind. Mal ein bisschen Sprint, ein bisschen Endgeschwindigkeit ist schon nicht schlecht. Wenn wir die auf 65 hochskalen, würde mir das schon reichen, aber unter 60 ist schon ein bisschen mau. Außerdem Regeneration. Hügelwert wird da auch ganz krass gepusht. Der ist ja auch wichtig, dass wir nicht nur am Berg, sondern auch am Hügel ein bisschen was reißen können. Wenn die Werte zwischen Berg und Hügel nicht so weit auseinander gehen, nicht? Das wäre doch toll. So. Warten wir, bis die Simulage fertig ist. Sechs Tage noch. Wir warten immer noch und warten. Ja, es ist halt kacke, dass hier so viele Wettbewerbe noch dazwischen liegen. Und dann wartet auch schon die deutsche Meisterschaft. Ey, wenn man, stellt euch mal vor, wir wären deutscher Meister. Das wäre der Wahnsinn. Aber da gibt es halt dann doch noch einige bessere. Sowohl im Zeitfahren als auch im Sprint und so. Ich glaube, da haben wir wenig Chancen. Aber in der Realität ist es ja auch ein Überraschungssieger gewesen. Gucken wir uns das mal an. Ja. 215 Kilometer, aber kein einziger Hügel. Ja. Wo ist das Zeitfahren? Ja, Top 10 wäre drin. Also wir haben hier bis Ende Juli noch ein paar Rennen und dann nur noch eins, dann ist die Saison vorbei. Bei dem Münsterland Giro wollen wir nicht fahren. Aber das waren auch mal mehr, ne? Sehr eingeschränkt hier. Egal, weiter geht's. Dann ist die erste Saison halt bald vorbei. Können wir die ja fast in einer Folge schon zu Ende aufnehmen, aber das mache ich, an einem Tag zu Ende aufnehmen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Wobei, das ist auch Quatsch, weil es wartet ja noch diese eine ultralange Rundfahrt, glaube ich. Diese U23-Rundfahrt. Gucken wir gleich, wenn wir vor rund um Köln stehen. Ja, 7 Siege haben wir schon. Freunde der Sonne. Das ist stark. Noch kein Monument, noch kein Klassiker. Aber das ist schon mal richtig gut. Ich weiß ja gar nicht, kann man sich in allem mit der Zeit, na, das ist wahrscheinlich schwierig, in allem so zu skillen, dass man alles gewinnen kann. Wir sollten uns dann doch eher auf die krassen Sachen spezialisieren und auf die Grand Tours fahren. Mir würde ja schon ein Sieg da reichen, ne? Aber bis dahin wird's wohl noch eine Weile dauern, würde ich jetzt mal vermuten. Mich heute zum ersten Mal richtig gesonnt, mal gucken, ob's was bringt. Also die Arme sind halt vom Draußensein schon braun, aber der Rest halt nicht. So, neuer Tag, endlich. Ist es soweit? Rund um Köln steht an. Und wie gesagt, ist es ein deutsches Rennen. Da wäre ein Sieg natürlich große Klasse. Es wäre der achte schon.
Das wäre schon stark. Aber es ist, glaube ich, nicht annähernd das Profil, was wir brauchen. Es fahren mit Franz Schiwa, Martin Reimer, Willi Wilwohl, Leon Berger, Robert Kessler, Tim Riske und Jasper Frahm und halt wir. Punkt ist, wir haben zwar hier geile Werte, aber guckt euch das mal an. Und das sind hier alles Sprinter. Briefing. Wird wohl nicht viel gehen. Wir werden es natürlich versuchen, als Solist hier durchzufahren, weil hier geht es ja nicht um eine Gesamtwertung. Das ist dann scheißegal. Da können wir trotzdem alles klar machen. Hier sind halt nicht so die Top-Teams dabei. Klar, Katjuscha, BMC, Cult Energy kennt man noch. Giant Alpecin, die werden natürlich dabei sein als deutsches Team. MNT Quebeca mit Janse van Rensburg. Und dann hier Team Stölting, unser dauerhafter Konkurrent, die uns ja auch haben wollten, aber die uns nicht bekommen haben. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Ich bin da Patriot, ja. Also nur in der Hinsicht. Und fahre natürlich für Brandenburg. Und ja, deshalb mal gucken. Was das gibt. Wir werden natürlich versuchen, hier einfach zu attackieren und durchzufahren. Hier an diesem letzten Anstieg. Und mal gucken, was geht. Ey, wir haben hier wirklich überhaupt gar nichts zu verlieren. Aber ein Sieg hier wäre eine Sensation, wenn wir den ein bisschen auf der Nase rumtanzen könnten. Den Favoriten. Dann wäre das schon geil. Fabian Wegmann natürlich einer, der dazugehört zu den Favoriten. Und der das hier natürlich gewinnen möchte. Gar keine Frage. Aber wir halt auch. Ich habe Blut geleckt in diesem Modus. Ich möchte einfach siegen. In dem anderen funktioniert das ja noch nicht ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Liegt halt auch daran, dass wir da halt ein Team haben, was das noch nicht zulässt. Aber es wird auch kommen. Ich muss halt auch Erfahrung sammeln. So, jetzt könnt ihr aber mal. Finde ich. So, ich höre es schon knistern, knattern. Meine Damen und Herren, seien Sie gegrüßt. Die Topografie der heutigen Etappe ist eher flach und eintönig, aber wenigstens die Teams der Sprinter werden sich nicht beschweren und natürlich auch nicht diejenigen, die Ihnen mit einem bisschen Wagemut das Leben schwer machen wollen. Und wir sind so einer, der ihn heute mit ein bisschen Wagemut das dem schwer machen will. Ist halt auch nicht so einfach, weil sie lassen uns ganz hinten starten. Und wir müssen uns erstmal hier nach vorne durcharbeiten. Huch, das wollte ich gar nicht. Genau, lass dich mal schön einholen und dann fahren wir hier ganz entspannt mit. Hier gehen natürlich die Ausreißer. Aber unser Zeitpunkt kommt erst später. Wenn er denn kommt. Wer ist denn in der Spitzengruppe? Vera de Vries. De Vries kenne ich. Und Ten Bock. Auch den kenne ich irgendwoher. Aber wir sind Esteban Schmidt. Und wir wollen heute mal was wagen. Ob wir was gewinnen, ist die andere Frage. Aber mit Ausreißversuchen kennen wir uns ja mittlerweile aus. Auch wenn wir da noch nicht so auf Ebenen gefahren sind, sondern eher im Gebirge. Aber vielleicht. Vielleicht ist heute ein guter Tag. Vielleicht aber auch nicht. Die Etappe ist so lang, wir machen mal achtfache Geschwindigkeit. Wir ja hier vorankommen mit diesem Let's Play. Und uns dann nicht 12 Stunden mit so einem Eintagesrennen aufhalten. Auch wenn es rund um Köln ist, klar.
und das ein schöner Anstieg ist und die Ausreißer einen viel zu großen Vorsprung haben. Ich könnte mit Top 10 hier super leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte auch damit leben, wenn hier gar nichts mehr rausspringt, weil es einfach ein Sprinterrennen ist. Aber das ist mir wirklich sowas von Schnurz. Wir geben hier in jedem Rennen alles, um irgendwie zu gewinnen, weil wir sind eigentlich ein Etappenfahrer und kein Sprinter. Aber ab und zu kann man eben, wie der Moderator am Anfang gesagt hat, den Favoriten mit ein bisschen Wagemut das Leben schwer machen. Und das ist heute unsere Aufgabe. Denn unsere Sprinter sind hier, glaube ich, auch nicht so die Favoriten. Dafür ist der Sprintwert zu schlecht, glaube ich. Also ich kann mich irren, aber dann irre ich mich halt. Und so ein langer Solo-Ritt kann halt auch mal gut gehen. Muss er nicht, ne? Aber kann er. Und das reicht mir schon. So, wir machen jetzt schon Zeit gut auf die Spitzengruppe. Minus 2, aber das ist mir egal. Ey, wir fahren vorne weg diesen Berg hoch. Das ist nämlich unser Vorteil. Diese Berger können uns überhaupt gar nichts anhaben. Entschuldigung. Frosch im Hals. Kommt halt vom viel Labern. Ist jetzt auch schon wieder die zweite Aufnahme, die ich mache. Heute, da kommen aber auch noch ein paar mehr. Mal gucken, wie lange ich heute aufnehme. So, nee, wir machen mal noch vierfache. Wir müssen ja den ersten Berg noch hoch und am zweiten wollen wir ja erst attackieren. Eventuell. Aber ich denke schon. Hier dann. So. Jetzt. Freifahren. 80. Kommen wir damit weg? Wahrscheinlich nicht wirklich. Nein. Aber wir machen dem Feld ordentlich Probleme. Und das ist gut. Also wirklich einig sind sie sich in der Spitzengruppe nicht. Einige Fahrer wollen führen, andere wiederum nicht. Jetzt wird angegriffen. Das haben sie davon. So, jetzt versuchen wir uns noch zu regenerieren und irgendwie dann einen schlauen Sprint zu fahren. Man vergesse nicht, ja, wir sind auch schon in Sprintetappen aufs Podium gefahren. Irgendwie. Dafür müssten wir uns jetzt aber, wie gesagt, ein bisschen schneller erholen. Und auf den letzten Kilometern uns nicht abhängen lassen. Das wird aber nichts. Ja. Zollen der versuchten Attacke Tribut. Werden hier in Köln abgehangen. Na, so ist das halt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Heute sind wir eindeutig ein Verlierer. Und Heinrich Hausler siegt. Heinrich Hausler gewinnt. Von uns keiner mit da vorne, also wie zu erwarten war. Ja. Die spannenden Etappen kommen erst noch. Die kommen erst noch. Da braucht ihr euch Und keine nun Sorgen die machen. Aber wie Schlüsselszenen gesagt, das des ist hier halt Rennens. manchmal so ein Auf und es ist so ein Auf und Ab. In diesem Let's Play, es gibt halt geile Etappen und ich kann halt auch nicht alles simulieren. Ich wollte es ja mal versuchen, es hat nicht geklappt. Es wären am Ende 90 da. Simulieren wir noch einen Tag weiter. Und dann beenden wir die Aufnahme für heute auch. Und dann nehme ich noch ein bisschen NBA auf und guck mal, was ich noch so, worauf ich Bock habe. Aber ich glaube, NBA ist gerade so mein Herzensprojekt. Das ist ja immer so bei neuen Projekten. Und damit mir das ja auch noch weiter Spaß macht, und da muss ich ja noch einiges aufnehmen, für den Radsportmanager. Ja, mal gucken. Oh, da ist noch ein Rennen. Das gucken wir uns gleich mal an. Ach, die Oberösterreich-Rundfahrt, ja, die wird uns Spaß machen. Da ist auf jeden Fall der nächste Sieg drin. Da können wir gespannt drauf sein. Bis zu der simulieren wir jetzt mal.
Geil. Ihr Vertrag läuft zum Jahresende aus und die Teams bereiten im Hintergrund schon die neue Saison vor. Ich werde in ein paar Tagen eine Liste von Teams zusammenstellen, die an ihrem Profil interessiert sein könnten. Ich finde auch heraus, ob LK-Team Team Brandenburg ein interessantes Angebot für weitere Zusammenarbeit hat. Na, dann nehme ich heute, glaube ich, bestimmt noch ein bisschen auf, wenn sie es anbietet. Das ist hier ja im Moment so, das Projekt, wie gesagt, macht mega viel Spaß, das aufzunehmen. Deshalb kann ich mich da auch immer nicht loseisen. Und da ich ja auch noch ein bisschen Zeit habe, ich könnte auch bis 22 Uhr wahrscheinlich aufnehmen. Heute wieder, das sind noch über eine Stunde. Da kriege ich auch noch ein paar NBA-Folgen aufgenommen. Also so zwei NBA-Folgen und zwei hiervon oder so. Aber ich würde gern wissen, wie es weitergeht. Das ist, finde ich, so geil. Macht Spaß. Macht gut Spaß. Ich versuche dann auch wieder die Oberösterreich-Rundfahrt in zwei Parts zu packen. Also die vier Etappen sind es, glaube ich, in zwei Parts, damit wir, wie gesagt, auch weiter vorankommen. Denn es wird, wie gesagt, ab der zweiten, dritten Saison einfach ein vollgepackter Rennkalender sein mit vielen wichtigen Rennen. Und da wir hier einiges schaffen wollen in unserer Karriere, versuche ich einfach auch mal zwei Rennen in eine Folge zu packen und trotzdem konzentriert bei der Sache zu sein. So, gucken wir uns nochmal kurz das Profil an und dann nehme ich, es sind sogar nur drei Etappen, die nehme ich ganz locker auf. In einer Folge. In zwei Folgen. So, Oberösterreich-Rundfahrt. Flachetappe, Flachetappe, Hügeletappe. Wisst ihr was? Die ersten. Wir simulieren die ersten beiden Folgen jetzt noch, weil Sprintetappen brauche ich mir nicht angucken und fahren die Hügeletappe in der nächsten Folge. So machen wir das. In der ersten Etappe, wir dürfen uns nicht abhängen lassen, werden wir 102. Wie gesagt, schnell vorankommen ist die Devise. Und dann packen wir das noch in die Folge und dann können wir in der nächsten Folge die Hügel-Etappe fahren und gucken, ob wir für die Gesamtwertung was tun können. Sind ja kein schlechter Hügelfahrer mit dem 70er Hügelwert. Und ich denke, bei der Rundfahrt sind auch nicht so viele am Start. Und dann können wir in der nächsten Folge schon gucken, wie es weitergeht mit unserem Fahrer. Vielleicht gibt es ja dann schon die erste Liste, wo wir gucken können, wie die Reise weitergeht. Wer uns denn so haben will. Wir werden uns natürlich nicht gleich das beste World Tour Team aussuchen, sondern eins, wo wir wirklich richtig eine Chance haben, auch viel zu fahren. Wo wir nicht 16. von 16 Etappenfahrern sind. So. Ist auch eine Sprintankunft. Mal gucken, was hier so geht. Bloß nicht abhängen lassen. Na, 96. 10 Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung. Auf Anderson Ryan. Völlig egal, die ganze Geschichte. Nehmen wir so hin. Simulieren noch den Tag. Und dann sage ich, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Luke.